Sie hören Kaschmirgefühl von Bernhard Eichner. Gelesen von Bernhard Eichner und Lisa Hörtnagel. Erschienen im Heimon Verlag. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. 20.15 Uhr. Hörst du mich? Ja. Ich bin Yvonne. Und ich werde mich jetzt um dich kümmern. Ich werde dafür sorgen, dass du diesen Anruf nie wieder vergisst. Ich habe das hier noch nie gemacht. Das macht gar nichts. Du sagst mir, worauf du stehst, und dann machen wir alles, was du dir vorgestellt hast. Ich habe mir gar nichts vorgestellt. Ach komm schon, Süßer. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert, ob ich das überhaupt kann. Fühlt sich irgendwie komisch an. Jetzt mal ganz langsam. Du bist doch scharf, oder? Sonst hättest du kaum hier angerufen. Also hör auf, nachzudenken und entspann dich. Es gibt hier keine Regeln, kein richtig oder falsch. Es geht nur darum, dass wir beide ein bisschen Spaß miteinander haben. Ich bin mir nicht sicher. Mach dir keine Sorgen. Gemeinsam bekommen wir das hin. Kannst mir vertrauen, ich bin richtig gut in meinem Job. Ich verspreche dir, dass du gleich den Orgasmus deines Lebens haben wirst. Danke. Du bedankst dich? Ja. Aber wofür denn? Dafür, dass sie mich nicht auslachen. Sie? Du bist ja süß. So schüchtern, das mag ich. So einer wie du ist mir tausendmal lieber als all die Typen, die nach 4 Minuten auflegen und sich nicht mal verabschieden, geschweige denn sich für irgendwas bedanken. Freut mich wirklich sehr, dass du so höflich bist und dass du unter all den Frauen da draußen gerade mich angerufen hast. Das war Zufall. Das denke ich nicht.